Gestern Abend gab es ein neues Gratis-Spieler-Update für die Sims 4, welches neben endlich frei anstreichbaren Wänden und zahlreichen Fehlerbehebungen noch einiges mehr hinzugefügt hat. Vorbereitend auf eine neue Erweiterung oder allgemein bei einem neuen Pack gab es auch gestern Abend ein größeres Update, welches ein paar neue Objekte, Funktionen und mehr kurz vor der Veröffentlichung der Pferderanch-Erweiterung hinzugefügt hat. Beginnen wir erstmal im Ersteller einen Sim-Modus, in dem es einige kleinere Neuerungen gibt. Hier stehen ab sofort diese drei neuen Frisuren zur Verfügung, die allesamt sehr lang sind und an traditionellen Stilen indigener Völker inspiriert wurden. Zwei davon stehen übrigens auch bei den Kindern bereit. Passend dazu wurden ebenfalls einige neue Augenbrauen und Augenpresets eingefügt, mit denen wir uns noch ein wenig mehr kreativ austoben können sollten. Aber auch für die älteren Sims gab es Verbesserungen. Diese haben nämlich drei verschiedene Tränensäcke in der Augendetailkategorie dazu bekommen. Und eine eher unwichtigere, aber trotzdem sinnvolle Abänderung. Die Merkmale im Cast wurden jetzt besser auf die verschiedenen Kategorien aufgeteilt. Falls ihr euch schon gewundert habt, warum die Liste hier etwas anders aussieht. Jetzt aber weiter zu den Baumodus-Neuerungen und damit die wohl größte im ganzen Update. Endlich können wir die simlischen Decken nach unserem Belieben anmalen. Dazu steht in der Bauen-Kategorie nun dieses neue Tool bereit, mit dem die Kamera ein Stockwerk nach oben zoomt und ihr dann für den unteren Stock die Decke wählen könnt. Lasst euch nicht verwirren, der Belag wird wirklich nur an der Decke platziert, auch wenn es hier anders aussieht. Die Flecken hier sind kein Bug, sondern symbolisieren, wo ihr überall im unteren Stock eine Lampe aufgehängt habt. Außerdem ist es jetzt möglich, mit der Tab-Taste wie im Live-Modus auch in die freie Kameraansicht zu wechseln. Damit wären wir im Baumodus aber noch nicht ganz durch, denn bei den Wand- und Bodenmustern in der Backsteinkategorie sowie Zäunen und Türen stehen neue Farben bereit. Insgesamt 35 Objekte haben hier 4 bis 5 neue Farbalternativen dazu bekommen. Welche das genau sind, könnt ihr in der Beschreibung nachlesen. Im Live-Modus könnt ihr jetzt das Three Sisters Chili herstellen, welches nur am Grill zubereitet werden kann und mir direkt Hunger macht. Und jetzt etwas, was leider mit jedem Update dazukommt, manchmal dann aber auch wieder per Update aus dem Spiel verschwindet: die Fehler. Mit diesem Update wurden unfassbar viele Bugs aus den verschiedensten Packs behoben, die ihr hier seht. So benutzen die Sims jetzt das nahegelegenste Waschbecken nach dem Toilettengang und Fehler mit den runden Wänden wurden behoben. Aber auch aus vielen verschiedenen Packs sind Fehler entfernt worden. Schaut euch am besten selber die komplette Fehlerliste in der Beschreibung an. Was denkt ihr zum neuen Update? Freut ihr euch über die Ergänzungen und Fehlerbehebungen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.